Oh, verdammt nochmal. Drei Statuen. Jetzt mit zwei verschiedenen Symbolen. Ein Stern und Ringe. Das sind alles Häusaler Sonnensymbole. Aber deine Beschreibung finde ich besser. Komm hier rüber. Gut, bin direkt hinter dir. Ah, war klar, dass noch was kommt. Woher wusstest du das? Aller guten Dinge sind drei. Ah? Wirst schon sehen. Schön wieder draußen zu sein. Bin ich seltsam da drin. Dann mal los. Das wird wohl ein Bild einer Axt. Gut geraten. Ist noch schwerer. Schön, dich zu sehen, Shiva. Gut, drehen wir das Wasser auf. Wow, wow, was, wenn es diesmal anders ist? Vielleicht kommt Feuer oder so. Du verarschst mich doch. Aber sowas von... Geschafft? Mhm. Was? Ich bin enttäuscht, dass es kein Feuer ist. Noch ein Wasserfall. Ja, das macht zwei von drei. Sie haben sich echt ins Zeug gelegt, um den Zahn zu verstecken. Tja, der Stoßzahn war das Symbol der Überlegenheit der Häusaler. Er repräsentierte ihren Reichtum und ihre Macht. Eine nette Trophäe für die Perser. Ja. Mein Dad dachte immer, dass der Stoßzahn noch eine größere Bedeutung hätte. Warte. Dein Dad war hinter dem Stoßzahn her? Oh, mein Dad war davon besessen. Er verbrachte Tag und Nacht mit seinen Forschungen. Unser ganzes Geld verschwendet für sinnlose Expeditionen. Kommt mir bekannt vor. Ach. Und was wurde daraus? Keine Ahnung. Er hat mich und meine Mom weggeschickt, meinte, es wäre nicht mehr sicher. Und so gingen wir nach Australien. Und jetzt stehe ich hier. Direkt am Rand von Halebid.
Irgendwie ziemlich witzig. Und das letzte Fort ruht im Seebett. Das ist also das mit dem Bogen. Australien? Das erklärt so einiges. Ja. Fraser klingt nicht besonders indisch. Meine Mutter hieß so. Gehen wir zurück zum Wagen. Abkürzungen sind immer gut. Zum Glück müssen wir nicht den gleichen Weg zurück. Ich hätte dir beim Ausweichen geholfen. Gibt jetzt mehr Sinn, dass Asaf den Stoßzahn sucht. Ich dachte, es ging ihm ums Geld. Sie wie uns. Er wird damit die Leute auf seine Seite bringen. In der Regierung vorführen. Genau wie all die Male zuvor. Das ist schon mal passiert? Oh ja. Seit der junge König gegen die Perser verlor. Jeder wollte ihn und dieses Land für sich beanspruchen. Und ich dachte, dass hier seine ganz normale Schatzsuche. Ist es auch. Sollen Männer wie Asaf darum kämpfen? Nicht unser Problem. Ich habe eine Zeit lang in Kriegen gekämpft. Stimmt. Aber für Geld? Meistens. Wie als du für Asaf gearbeitet hast? Auf jeden Fall ein Taschengeld. Nicht wirklich den Ärger wert. Autsch. Warum hast du es gemacht? Wollte mir einen Namen machen. Dachte, ich fange mit dem Schlimmsten an. Danach konnte es nur bergauf gehen. Schön hier draußen. Zum ersten Mal in Indien? Ja. Dieser Job hat nicht viele Vorteile. Aber man sieht was von der Welt. Wo warst du schon? Ach, wo war ich noch nicht? Was immer dir lieber ist. Naja, ich war noch nicht. Okay. Reden wir weiter? Ja, jedenfalls. Naja, ich war noch nie in den Moment Stadt. Mal. Vielleicht sind da drüben noch mehr Typen, hm? Noch einmal mit Schmackes. Los geht's. Hey, ich kümmere mich um das. Okay. Jetzt kann der Rundfahrt. Klar, im Rückwärtsgang. Gern geschehen. Geh nach oben. Toll, endlich raus aus dem Drecksloch. Ich habe befürchtet, der Boss sei ein Schwätzer. Pass auf, was du sagst. Sorry. Bald ist es egal. Sobald wir den Stoßzahn haben, werden die Leute wie Schafe folgen. Ja, sogar die mächtige indische Armee wird zittern.
anderen. Ihr wollt wirklich nicht, dass ich von hier unten schieße. Okay, alles in Ordnung. Waren bestimmt nicht die Letzten. Das war ein großer Laster da draußen. Wir halten die Augen offen. Wäre besser. Sonst fallen wir noch von einer Klippe. Du hast also doch Sinn für Humor. Ich wäre Asaf lieber einen Schritt voraus gewesen. Ist jetzt ebenso. Außerdem zählt nur, wer es beendet, nicht wer anfängt. Guter Punkt. Glaubst du, Asafs Männer wissen, wonach sie suchen? Mir nach. Nadine, oben sind noch ein paar. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Gut. Recht gut, unter diesen Umständen. Hast du die Schüsse nicht gehört? Hab ich. Scheiße. Oh, shit. Sie sehen uns. Alles sauber? Alles sauber. Gut. Gut, dass alles sauber ist. Gehen wir weiter. Das wollte ich gerade sagen. Irgendein Mechanismus. Dann mal los! Perfekt! Das sollte funktionieren. Wenigstens bist du drüben. Sorry. Du findest bestimmt einen anderen Weg rüber. Oh, sicher. War klar, dass du den einfachen Weg nehmen willst. Oh, bitte. Zeig mir, wie es geht. Sieh zu und lerne. Verzeihung, bitte. Alles gut bei dir? Alles gut. Fang nur nicht ohne mich an. Klar, würde mir doch nie einfallen. Okay, da geht es wohl nicht rein. Da bist du. Macht's Spaß? Genau wie das Klettergerüst in der Grundschule. Sieht sicherer aus als der Spielplatz an meiner Schule. Ah, fast da. Geschafft.
Ich bin beeindruckt. Du bist beeindruckt. Ich bin müde. Bringen wir es hinter uns. We'll be right back.